Ja, ich komme vom Kreis Soest. Der Kreis Soest selbst ist ein Flächenkreis. Karlsruhe hat ungefähr 300.000 Einwohner, habe ich gehört. Und wir haben 308.000 Einwohner. Wir haben aber allerdings auch 1380 Quadratkilometer Soest. Die Stadt Soest selbst ist Kreisstadt. Und der Kreis Soest ist eine Kommune mit ca. 1100 Mitarbeitern. Wir regeln alles, was so im öffentlichen Leben, öffentlichen Dienst nötig ist, was die Städte nicht erledigen können. Wir haben verschiedene Projekte in Soest, unter anderem das, was ich heute hier vorstellen werde. Es geht hauptsächlich um blinde Menschen, da sind wir mit gestartet, aber bei uns geht es auch um Barrierefreiheit, um Technik, auch Hightech-Strategien, die wir verfolgen. Und eben, als ich am Bahnhof ankam hier, habe ich gerade schon erzählt, habe ich ein Foto gemacht, da stand auch hier für Karlsruhe Hightech als Lebensart. Also auch Karlsruhe hat sich sehr viel auf die Fahne geschrieben, genau wie wir auch. Soest war im Mittelalter eine der größten Städte mit in Nordrhein-Westfalen, auch in Deutschland. Das sollte man gar nicht meinen. Also wir haben jetzt noch 50.000 rund. Wir waren aber damals im Mittelalter und ein bisschen später hatten wir schon 10.000 Einwohner, so bis ins 19. Jahrhundert. War noch Hansestadt und wir haben nur nichts draus gemacht. Also wir sind auch nur groß geworden dadurch, dass wir den Verwaltungssitz der katholischen Kirche in Soest hatten und oder der Kirche aus Köln. Und deshalb haben wir auch in Soest sowas wie einen Dom, also den Dom in Klein haben wir eigentlich auch in Soest. Wiesenkirche. Aber ich möchte Ihnen jetzt auch so ein bisschen so was über das Projekt erzählen, warum ich heute hier bin. Und mir geht es um das Projekt Guide for Blind. Guide for Blind, blinde Menschen setzen Maßstäbe für die Fußgängersituation oder auch Navigation. Also es gibt, habe ich Ihnen noch mitgebracht, verschiedene Techniken, die wir nutzen in Soest, um blinde Menschen durch die Stadt zu führen und das Ganze als Modellregion zu gestalten. Das Projekt Guide for Blind, müsste jetzt eigentlich weitergehen, ne? Ja. Doch, klappt. Ist erstmal entstanden, indem wir ja, vor ein paar Jahren, 2006, 2007, hatten wir eine Idee in Soest. Nav for Blind, Navigation für blinde und sehbehinderte Menschen, war eine Initiative, die steht oben drüber. Und darunter haben wir verschiedene Projekte gebildet, um in Förderumgebung zu kommen, um finanziert zu werden. Und wir sind ja ein Kreis Soest, wir sind keine Firma. Wir haben zwar auch Geld in die Hand genommen, haben gesagt, wir wollen auch Geld reinstecken. Das ist auch, uns auch viel wert in so eine Entwicklung. Aber eigentlich muss in eine Entwicklung von einer Firma durchgeführt werden. Aber eine Firma hat wenig Interesse bei einem Kundenkreis, der sehr klein ist. Das heißt also, man könnte viel, viel mehr machen, wenn ein Auto entwickelt wird und das soll 50 PS mehr haben, dann werden da 30 Millionen reingesteckt. Da sagt man, in 3 Monaten wollen wir das fertig haben, haben die das fertig. Mache ich das für diesen Kundenkreis blinde Menschen und sehbehinderte Menschen, genauso wie für Rollstuhlfahrer, oder dann sind das sehr kleine Kundengruppen und entsprechend teuer werden die Entwicklungen. Das wollten wir vermeiden. Wir wollten also hier verschiedene Zeichen setzen und das haben wir in diesen Projekten umgesetzt. Nav for Blind, Navigation für blinde und sehbehinderte Menschen. Wir haben HaptiMap, das ist ein europäisches Projekt. Hapti und Map, also Hapti für haptisches, Map für Karten. Mit 15 europäischen Partnern, die sieht man auch unten drunter. Da ist zum Beispiel sowas wie Siemens, Navtec ist da drin als größter Kartenhersteller. ONCE, der Blindenverband aus Spanien, ist dabei. Die Universität Lund koordiniert das ganze Projekt. Also ist ein sehr interessantes Projekt. Französischer Atomenergiekonzern, also da wird Software und Hardware drin entwickelt. Tools, Apps, die ganz moderne Sachen, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bessere Möglichkeiten zu geben, in städtischen und ländlichen Räumen zu navigieren. Das war so der Hintergrund in dem Projekt. Und wir haben dann noch sowas wie M4Guide stehen. Knock for Blind und Ride for Blind, das erschließt sich gleich so im Laufe des Vortrages von mir, was damit gemeint ist. Und wir gehen einfach mal weiter auf Guide for Blind. Guide for Blind ist namentlich so aufgestellt, dass wir neue Wege im Tourismus, auch für blinde und sehbehinderte Menschen. In Soest kann jeder blinde Mensch autark und alleine jedes Ziel innerhalb der Innenstadt erreichen. Also auf sicheren Wegen. Nicht, dass wir extra Wege gemacht haben. Nein, wir haben die Wege neu vermessen, wir haben die neu navigierbar gemacht, wir haben ein neues Navigationssystem entwickelt, wir haben ein neues Zielführungssystem für blinde Menschen entwickelt, sodass ich in Kombination mit der normalen Führung eines Blindenstockes jeden Ort in der Stadt erreichen kann, ob ich einen Kaffee suche oder ein Restaurant oder einen Arzt. Wir haben sämtliche Türen zum Beispiel genau vermessen und die Eingänge sind navigierbar. Also wir haben alles unter 10 cm genau in Soest. Ich bin Vermesser, wir können auf 1 cm genau messen mit Satelliten. Aber in Soest haben wir alles unter 10 cm. Ich habe mir bewusst keine Karte rausgeholt. Ich habe auch nicht navigiert.
Und ich bin hier hingefahren und habe gesagt, so, wie finde ich jetzt mich hier in dem Gebäude zurecht und wie finde ich das hier? Ja? Dieses Gebäude, ohne dass ich jetzt was habe oder wo kann ich jetzt schnell Informationen herbekommen? Und habe dann eben noch mal kurz angerufen, weil ich schon einen Block zu weit war, 50, 35 war ich da hinten. Und 5034 ist mir nicht ins Auge gefallen. Aber wie schwierig ist das, ein so großes Gebäude oder in so einem großen Bereich erstmal ein Gebäude zu finden, aber dann auch den Eingang. Ja, der Eingang ist viel schlimmer. Wenn ein Gebäude 500 Meter lang ist, wo ist dann der Eingang dazu? Wenn ich nichts sehe, ist das besonders schwer. Von daher, das mache ich dann immer so. Obwohl ich fahre immer ohne Navigationssystem. Auch die anderen sagen immer, bist du bekloppt, wie kannst du das machen? Du bist doch eigentlich einer, der sowas herstellt. Aber ich mache das, ich gucke mir das aus einer anderen Sicht an. Ne? Ja, das Projekt selbst, Guide for Blind, ist Gewinner im Rahmen des Clusterwettbewerbes gewesen in Nordrhein-Westfalen. Also Nordrhein-Westfalen gestaltet das so, dass wir das Land 200 Millionen Euro meinetwegen zur Verfügung stellen. In diesen 17 Clustern, die da aufgestellt worden sind, war unter anderem auch das Cluster Erlebnis NRW. Das heißt, da geht es in Tourismus rein. Und da sind dann so und so viele Projekte, so 10 oder 20 Projekte, die mit jeweils, was weiß ich, 500.000, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen Euro gesponsert werden und aus von der Landesebene aus. Meistens gekoppelt mit europäischen Mitteln. Wir Deutschen zahlen viel ein, aber holen wenig raus. Ganz klar, also wir Deutschen sind weit in der Hinterhand, was das angeht. Wir haben 28-29% Anteil der EU-Bezahlung letztendlich auch. Und die anderen Länder holen viel mehr raus innerhalb von EU-Projekten. Das liegt teilweise daran, dass die Deutschen sehr satt sind vielleicht, auch die Universitäten. Manche kränkeln ein bisschen, dass sie sagen, ich möchte mehr haben und eigentlich wäre es gut, wenn man was bekommt. Aber oftmals fehlen die Leute dafür, die das machen. Die Universität Lund zum Beispiel, die mit uns HaptiMap geleitet hat, die haben gleichzeitig über 250 EU-Projekte an der Universität. Ja, das ist eine Nummer. Ich weiß nicht, wie viele hier laufen. Insgesamt, wenn man das mal zusammenfasst, sind sicherlich auch einige, aber da sind über 250 gleichzeitig. Und das ist in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, haben die 3, 4 neue gemacht schon, ja, mindestens. Nur die eine Professorin. Ja, wir haben da circa 2 Millionen Euro investiert und es geht hauptsächlich oder eigentlich nur um die Entwicklung einer touristischen Plattform unter Berücksichtigung der Belange für blinde und sehbehinderte Menschen. Und hier drin haben wir eigentlich so versucht, die ganzen Sachen umzusetzen, die wir als Idee hatten, also ein Navigationssystem für Blinde. Wenn wir mit 1 cm Genauigkeit laufen können, dann ist das natürlich gut. Aber so genau brauchen wir gar nicht sein. Wir können mit 1 cm Genauigkeit vermessen. Ich stecke draußen ein Centstück irgendwo im Sportplatz, stecke ich in der Erde, gebe in unser Vermessungssystem aus dem Vermessungsbereich und sie suchen dieses Centstück nach einer Zeit wieder raus. Dauert keine Minute, habe ich das gefunden, obwohl sie nicht gesehen haben, wo ich den hingesteckt habe. So genau sind wir eigentlich. Und da habe ich mir damals den Gedanken gemacht, wie kann man sowas umsetzen und für die Navigation für Fußgänger zum Beispiel zu nutzen. Und daraus ist dieses Projekt entstanden, mit einem Blinden im Gespräch damals. Die Statistik aktuell, die uns gegeben worden ist, 145.000 Blinde in Deutschland und ca. 1,2 Millionen stark Sehbehinderte. Die Zahl ist drastisch erhöht worden. Das hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband so bestätigt und rausgegeben. Das war immer bei 500.000 rund bei den Blinden und bei den Sehbehinderten. Aber das ist drastisch hochgegangen. Man hat also die Zahlen verfestigt. Wir haben also in Nordrhein-Westfalen ungefähr 69.000 Betroffene. In Soest, im Kreis Soest, haben wir allein 1.200. Durch die Schule natürlich auch schon einige hundert. Aber mittlerweile sind auch einige, die nach Soest ziehen, weil sie da besser leben können als blinde Menschen. Das haben wir also auch immer mal wieder, dass sie anrufen und sagen, wenn das in Soest funktioniert mit der Technik, ziehe ich dahin. Das haben wir jetzt auch erlebt. Weltweit 45 Millionen Blinde, also die Kundengruppe, wenn ich das mal als Kundengruppe bezeichne, ist eigentlich recht groß. Und warum soll man da nicht was entwickeln? Ja, in dem europäischen Projekt HaptiMap sind 15 europäische Partner gewesen. Wir waren neben Paris, Madrid und dem finnischen Nationalpark Nuxio, waren wir Testgebiet innerhalb dieses Projektes. Und entsprechend an der Verteilung sieht man auch, wie weit das gefächert war. Also Irland, England, Schottland, Frankreich, Spanien. Waren immer schöne Dienstreisen, sicherlich für mich als Beamter. So in der Verwaltung waren das ganz gute Sachen. Aber es erfordert auch ziemlich viel Aufwand natürlich immer. HaptiMap habe ich eben schon mal kurz anklingen lassen in diesem Zusammenhang. Hat so ein bisschen Vorbereitung für uns gebracht. Wir haben also da Zielführungssysteme entwickelt, die ich auch gleich nochmal genau zeigen könnte. Ich mache gleich ein bisschen mehr Praxis einfach auch noch da rein, damit Sie sehen, wovon ich spreche. HaptiMap hat also so die Vorbereitung gebracht, wie ich jemanden leiten kann. Haptisch, akustisch,
wie auch immer, Vibration mit Audio kombiniert mit Sprache. Und wie das in Systeme integriert, wie zum Beispiel moderne Smartphones. Das iPhone nutzen wir hauptsächlich, aber die Android-Systeme kommen auch so langsam nach. Das sind die beiden Systeme, auch denen wir entwickeln. Die sind noch am barrierefreiesten. Und für blinde Menschen ist im Moment definitiv das iPhone das gängigste, auch ein iPad oder ist am besten zu bedienen. Und ja, das haben wir daraus mitgenommen und auch in unsere neue Guide for Blind-Anwendung mit integriert. Welchen Nutzen, welchen Mehrwert wollen wir daraus ziehen in SOS? Da haben wir natürlich eine ganze Menge. Erstmal für uns auch, für die blinden und sehbehinderten Menschen, aber auch für die Region, für die Stadt, für den Kreis Soest, aber auch darüber hinaus. Also wir sind nicht, mittlerweile sind wir nicht nur im Kreis Soest unterwegs. Wir haben eben Anfragen aus ganz Deutschland oder wir haben auch Kontakt mit Moskau oder Israel, die auch was machen wollen und die dann zu uns gekommen sind und die auch Interesse haben, da was umzusetzen, oder Berlin jetzt oder Düsseldorf. Und von daher wird da auch viel passieren und man versucht so Mainstream-Applikationen zu entwickeln, zu sagen, wann ist man in der Lage, dass man das überall auf der Welt kann oder in ganz Deutschland sowas, was wir hier entwickelt haben. Und ich gehe davon aus, dass wir in 5 bis 7 Jahren so eine Umgebung haben für so eine Navigation, wie wir sie entwickelt haben, dass das in den meisten Räumen in Deutschland geht. Das ist so dieser Zeitraum, denke ich mal. Barrierefreiheit, Teilhabe, Inklusion, Integration, wobei das natürlich Themenfelder sind, die nicht überall, die nicht alle hier reingehören. Aber in Kombination damit ist es so, wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler, ein blinder Schüler nach Soest kommt und der kann 2 oder 3 Wege laufen, die er sich gemerkt hat. Dafür muss er aber auch schon richtig viel trainieren in einer fremden Umgebung und an der Schule auch erstmal sich orientieren. Das geht teilweise, da sind viele auch dabei, die eine Sehbehinderung haben, also man wird mitgenommen, aber dass man das mal alleine machen kann. Also wir haben das so gemacht, dass man zur Schule kommt und man kann direkt, könnte man mit dem iPhone sämtliche Einrichtungen, Seminarräume, Klassenräume oder auch die Mensa oder die Unterkunft finden und dann auch alleine da navigieren, wenn man das ein bisschen übt. Das ist ein bisschen, dass man sich das anguckt. Das ist wichtig für uns, deshalb spielt alles auch eine Rolle beim Thema der Inklusion auch. Haben wir sehr viel in Soest auch, dass wir blinde Schüler integrieren in andere Schulen, wo das also auch entsprechend umgesetzt wird. Aber wie komme ich da hin? Kann ich das alleine? Kann ich die anderen Wege bestreiten? Was brauche ich für Unterstützung? Und so. Und da haben wir entsprechende technische Hilfsmittel auch noch, die wir jetzt dann mit einsetzen können. Ja, dann haben wir, ja, ich habe das mal so ausgenutzt, die Blinden, oder die, ist ja nicht das Zeichen nur für Blinde, sondern ist ja ein Zeichen für allgemein Menschen mit Behinderung, ne, diese Armbinde, schwarz-gelb. Und wir haben also uns in den Bereichen Navigation, Geodaten und Kommunikation auseinandergesetzt. Kommunikation ist das Wichtigste eigentlich da drin. Also die Schnittstellen, wann kriege ich welche Informationen an welcher Stelle und wie kommunizieren verschiedene Systeme untereinander. Navigation ist natürlich wichtig. Wie kann ich jemanden führen, der nichts sehen kann und wie kann ich den sicher führen? Und wie wichtig sind Geodaten unten drunter und woher kriege ich die? Kriege ich die von OpenStreetMap, kriege ich die aus kommunaler Hand, aus Länderebene oder Navtec, Navigon, TomTom? Was sind das für Daten, die wir da nutzen? Und wir sagen ganz klar, wir brauchen da ein bisschen mehr. Was wir gemacht haben, wir haben einen GPS-Empfänger entwickelt. Ich lasse den mal rumgehen, können wir mal angucken. Ich mach den auch mal an. Das ist jetzt ein Prototyp. Der funktioniert aber. Das ist ein Gerät, wo wir komplementäre Satellitensysteme nutzen. Also da drin integriert haben wir GPS von den Amerikanern. Darin haben wir das russische System. Das ist jetzt nur eine Hülle, die, ja, ich sag mal, so ein erster Aufschlag. Wir haben aber noch einen anderen. Wir haben Galileo integriert. Wir können mit dem Chinesischen auch gleichzeitig noch arbeiten, mit Kompass. Was dazu führt, dass wir sehr viele Satelliten da drin kombinieren. Wir haben da drin eine Bluetooth-Schnittstelle. Wir haben also die Genehmigung von Apple, mit dem iPhone zu kommunizieren. Das ist auch nicht so einfach zu kriegen, diese Genehmigung. Und wir lesen diese Positionierungskoordinaten aus und integrieren die in unser System. Wir können aber auch ohne das System arbeiten. Da erreichen Sie Zentimeter genau. Damit kriegen wir unter 1 Meter hin mit dem. Das ist mit einer Frequenz, das ist also ganz neuer. Der ist auch wirklich schon eine Nummer jetzt als Konkurrenz für die bestehenden Systeme definitiv. Wir sind also 10 bis 50-fach billiger als die bestehenden Vermessungssysteme damit. Das wird also auch schon sehr viel angefragt. Und mit dieser Technik, das ist nicht alles. Wir nutzen ja nicht nur die Satelliten. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel unterwegs ist, ich habe das erst beim Zug auch empfangen gehabt mit dem System, was auch sehr gut ist, also dass ich weiß, wo ich bin zwischendurch mal.
oftmals reagieren die GPS-Systeme in Zügen gar nicht gut. Im ICE. Doch, der ging hundertprozentig jetzt. Ich habe die ganze Strecke auf. Ja, der ging. Ne? Und so, und mit dieser Technik selbst, die haben wir kombiniert mit, wir kriegen also Korrekturdatendienste. Das heißt, im Verhältnis zu der Position, wo ich bin, kriege ich immer noch Korrekturdatendienste vom Server. Es ist da drin ein GSM-Modul auch oder GPS-Modul, über das ich dann auch solche Informationen kriege, sodass man immer eine Verbesserung der Koordinate auch bekommt. Und nur die Koordinate wird auf das Endgerät geschickt, auf das iPhone. Und dann habe ich die Position eben sehr genau, unter einem Meter genau. Mit dem iPhone habe ich eine Genauigkeit von 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter. Damit kann man auch schon was anfangen. Aber wenn ich wirklich mal, wir laufen auf Fußwegen und das sieht man hier, wir laufen auf Korridoren. Und Korridore können wir nur bilden, wenn wir eigentlich Kanten haben. Also ich habe rechts vielleicht ein Haus, wo ich mich dran langtasten kann. Und ich habe links eine Kante, einen Bordstein. Aber da ist ganz viel dazwischen in der Zeit. Da kann links können Bäume kommen, da kommen Fahrräder, rechts kommen irgendwelche Eingänge, da kommen auch Schilder. Also ich kann nicht einfach überall nur lang mich lang tasten mit einem Blindenstock, das geht nicht, sondern ich brauche mehr Informationen eigentlich auch. Und wir haben einen Korridor gebildet. In dem Korridor werde ich also auf unseren Fußwegen geführt. Wir haben Informationen zu den Fußwegen. Was ist das für ein Fußweg? Wie sieht der aus? Was ist das für eine Beschaffenheit? Wie breit ist der? Wir haben die alle unter 10 cm genau vermessen, auch die Fußwege. Das können wir alles mit dem Fahrzeug so ähnlich wie Google Street View, nur wesentlich besser, auch aus der Vermessung kommt, und haben das erfasst. Ja, ich gehe mal weiter. Hier ist eine Karte abgebildet auf dem Bild und zeigt mal so ein bisschen, wie kann sich ein blinder Mensch bewegen. Der geht also jetzt spazieren, geht da in die Kirche rein und geht danach noch hinten in so ein Restaurant, Abaccio zum Beispiel. Und kann also diese Wege ganz alleine laufen oder entscheidet sich und spricht hier rein, ich möchte einen Kaffee finden oder ich möchte Elektroladen finden oder ich möchte irgendwo was einkaufen. Dann kann ich das auch aneinander navigieren, das Ganze. Und hier drin sieht man, das ist eine Katasterkarte, die dahinter liegt. Und das wird demnächst einheitlich sein in Deutschland. Da werden Sie in Karlsruhe die gleiche Karte haben, wie wir in Soest. Das ist bisher nicht so. Und deshalb haben wir die Katasterkarte gewählt als Grundlage. Dann brauche ich nichts Neues zu erfinden. Und alle Behörden haben das und können das ableiten. Wir reden davon, dass die Behörden demnächst auch diese Daten kostenlos abgeben. Also das wird kommen irgendwann, dass wir die Kartendaten abgeben. So, und die haben eine sehr hohe Genauigkeit. Und links drüber sieht man in Gelb, das ist unsere neue Folie, die wir entwickelt haben. Also wir haben Nutzerstudien und Anforderungsanalysen durchgeführt mit ganz vielen Gruppen in Irland, England, Schottland, Deutschland, Spanien, mit vielen blinden Menschen und sehbehinderten Menschen, aber auch anders mobilitätseingeschränkten Menschen. Ich mache den mal aus. Der war schon, hat irgendwas gesagt, ne, oder? Ja, okay. daraufhin haben wir eine Folie entwickelt. Also die wird praktisch ein Layer, der wird auf unsere Katasterkarte gelegt und beinhaltet alles das, was blinde Menschen für die Navigation brauchen. Also da sind Hindernisse drin, da sind auch Bäume drin, da sind auch, ist auch jedes Schild drin. Alles, was man sehen kann, all you can see, ist da drin und haben wir erfasst und entsprechend auch verortet. Jede Haltestelle vom Bus ist da genau drin. Der Einstiegsbereich des Busses, die blinden Leitsysteme, die hier auch in Karlsruhe ja schon gut angebracht sind, habe ich gesehen, in vielen Bereichen, die sind auch bei uns mit integriert, auch auf diese Genauigkeit hin. Und man kann dann auch genau bis zur Einstiegsstelle von der Linie C7 zum Beispiel navigieren. Das funktioniert. Und diese Folie, die wir entwickelt haben, ist eben in Kombination mit unserem Katastersystem tauglich, sodass andere Behörden, wenn sie solche Daten haben, auch das nutzen können. Sie können das gut kombinieren. Viele halten schon solche Informationen vor. So dass man da nicht noch das System X, Y und Z hat, wo ich Schnittstellen entwickeln muss oder neue Software kaufen muss, sondern wir bieten das praktisch so an und haben das so entwickelt, dass deutschlandweit das auch mit übertragen werden kann. Ja, Erhebung zusätzlicher topografischer Daten haben wir dafür durchgeführt. Google Street View ist immer so ein ganz brandheißes Thema. Die einen wollen es, die anderen nicht. Man kann unheimlich viel mit sehen, aber Datenschutz spielt da natürlich auch eine große Rolle. Dieses Fahrzeug oder diese Fahrzeuge selbst sind in der Güte Eagle Eye Technologies so, dass der mit 100 Stundenkilometer fahren kann und gleichzeitig mit einer Genauigkeit von unter 10 cm erfassen kann. Das heißt, es wird das Fahrzeug fährt, das ist ein vermessungstechnisches System, das Fahrzeug fährt, erfasst Bilddaten und die Bilddaten ermöglichen im Postprocessing eben eine Auswertung von unterschiedlichen Linien und Kantensystemen, aber auch Beschaffenheit, Farben haben wir da drin. Und wir können daraufhin virtuelle Kanten und Knoten bilden, was ganz wichtig ist zum Beispiel in Gebieten, wo ich einen Fahrradweg und Fußweg zusammen habe, wenn ich darauf laufe, dass ich dann eine Kante habe, wo ich eigentlich nicht drüber hinauslaufen soll.
Da haben wir virtuelle Karten. Oder wie komme ich über den Kreisverkehr zum Beispiel gerade rüber? Oder über die Ampel, dass ich genau von der einen Seite zur anderen auch genau die Ampel wieder treffe, dass ich nicht schräg rüberlaufe über die Straße. Und die Zielführungssysteme ermöglichen das eben. Und wir haben das so gemacht, dass diese Daten entsprechend aufbereitet wurden. Und man sieht es hier nochmal, dass wir eigentlich nur Linienmodelle daraus abgeleitet haben, die mit der entsprechenden Genauigkeit vorliegen. Das heißt, ich kann zu den Türen laufen, ich kann auch in Wegen in solchen verkehrsberuhigten Flächen laufen, wo ich überhaupt keinen Unterschied vom Pflaster oder Gehweg eigentlich erkennen kann mit dem Blindenstopp. Auch da kann ich in einem Korridor geleitet werden. Und diese Stereobilder selbst, ja, haben, die wir allein in Soest haben, haben 750 Gigabyte. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man überlegt, dass ein Lied 3 MB hat oder so, ich glaube, so in der Ecke, ne? Wenn man so ein Lied runterlädt, 750 GB ist eine Menge, aber die brauchen wir auch gar nicht alle verarbeiten, die Daten. Wir nehmen nur die Striche, die Kanten und Knoten daraus und verarbeiten das. Das ist also jetzt die Technik, wie wir da so hinkommen. Und das ist diese Fachschale Topografie Plus, habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Und die wir dann so aufsetzen, dass wir das auf dem deutschen Katastersystem aufsetzen können. Ja, dann haben wir diese ganz besonderen Bereiche auch berücksichtigt. Wir haben also virtuelle Kanten und Knoten. Wenn ich zum Beispiel links auf dem Bild sieht man, dass man über einen Kreisverkehr auch laufen kann, was besonders schwierig ist für einen blinden Menschen. Wenn ich nur eine Straße vor mir habe, wo ich rechts und links wahrnehmen kann, ob ein Auto kommt, ob von rechts oder von links. Da sind Elektroautos natürlich ganz schwierig, wenn die keinen Ton haben. Aber wenn ich das wahrnehmen kann, dann ist das schneller möglich, dass ich auch über eine Straße laufe, wo von rechts und links Autos kommen. Aber in einem rotierenden Bereich, hier zum Beispiel im Kreisverkehr, ist es unheimlich schwer wahrzunehmen, fährt jetzt einer raus, rein, von wo kommt einer, den Zeitpunkt zu erwischen, dass ich darüber gehe. Es gibt viele, die das ganz alleine machen. Ne? Die machen das alleine. Manche stecken einen Blindenstock vor und sagen so, ich gehe jetzt rüber, ganz mutig. Manche sagen, ich mache das im Leben nicht. Und ein Teil sagt, ja, vielleicht auf sichereren Wegen. Aber das ist genau wie bei uns. Ein Drittel von uns nutzt vielleicht Smartphones. Haben Sie ein Smartphone? Nein, Sie haben noch ein normales Handy, sehe ich. Ja, ja, und die einen nutzen Smartphones, die anderen nutzen normales Handy. Und die anderen sagen, brauche ich gar nicht so ein Zeug, will ich gar nicht in der Hand haben. Und genauso ist es die Verteilung auch in dem Bereich. Auf dem rechten Bild sieht man verschiedene Farben. Wir haben also rot, gelb, grün, weiß auch da drin. Und zwar haben wir die Wege in Gefährdungspotenziale unterteilt. Gefährdungspotenzial kann sein, wenn ich mit dem Blindenstock nichts fassen kann. Also zum Beispiel auf Flächen, die nicht speziell mit Kanten versehen sind oder keine Leitstreifen sind. Oder der Weg ist nur 50 cm breit, aber an einer breiten Straße. Ja, das kann durchaus sein. Also wir nehmen den sicheren Weg in der Navigation. Wenn jetzt hier der Weg berechnet wird zu meinem Zielpunkt, wird der sichere Weg genommen und nicht der kürzeste Weg. Das kann schon mal 200 Meter mehr sein, aber die 200 Meter führen über einen Fußgängerstreifen oder führen über eine Ampel mit System dahinter, mit einem akustischen System vielleicht auch. Und das ist berücksichtigt und das können wir alles aus den Bilddaten ableiten. Die Bilddaten, das hört sich immer erstmal sehr viel an oder aufwendig, ist aber eigentlich gar nicht so aufwendig. Die können wir auch ja, mit Synergien nutzen, weil das, die Daten, die wir da erfasst haben, die kann die Stadt Soest nutzen, die können die Abwasserbetriebe nutzen, die Planungsbereiche nutzen die. Also wir haben also zwar auch viel Geld dafür ausgegeben, aber alle können damit arbeiten, mit diesen Daten. Und das ist ein großer Vorteil. Könnten wir hier auch damit arbeiten? Mit unseren. Das wäre sehr interessant von der ganzen Stadt. Vor allem, Sie haben gesagt Stereokameras, ne? Wir haben Stereokameras. Sie haben die ganze Stadt mit Stereokameras vermessen. Ja. Und annotiert auch, wie ich gesehen habe. Ja. Das wäre sehr interessant, ja, wenn man daran könnte. An unsere Daten, wie das aussieht. Ja, können Sie gerne haben. Das wäre gut. Na, muss nur datenschutzmäßig, aber das können wir gerne machen, das ist kein Problem, na, wie das so aussieht. Und Sie können sogar nachträglich noch in den Daten messen selber mit dem Editor, können sagen, wie breit ist das. Sie können an jede Stelle in der Stadt springen und sagen, wie sieht es da vor Ort aus. Sie sparen sich Wege auch für Planer. Sie sagen, was habe ich da vor Ort, aha, so, was sind da für Breiten, aha. Und wir können theoretisch auch jede Fläche ableiten. Also das Fahrzeug ist nicht dafür entwickelt worden für die Blindennavigation, sondern das ist für das neue kommunale Finanzmanagement entwickelt worden. Und damit kann man die Flächen der Straßenräume erfassen, auch die Oberflächenbeschaffenheit, auch ganz wichtig, wenn ich laufe und navigiere und komme von einer Teerfläche auf eine Schotterfläche, was oftmals auch ist bei Fahrradwegen, zum Beispiel im ländlichen Bereich. Und ich gehe da lang und komme auf einmal auf Schotter, dann denke ich, shit, jetzt bin ich falsch mit dem Blindenstock. Ja, dann drehe ich um. Ich bleibe erstmal auf dem Teer, wenn ich das nicht weiß. Das heißt, auch solche Sachen haben wir erfasst und entsprechend mit aufgenommen. Nee, das können Sie gerne sowas mal haben da. Ne? Dahinter steht für uns noch ein bisschen mehr. Also unser System ist funktional,
Das heißt, wir haben ein paar Schwerpunkte da drin. Ein Schwerpunkt ist, dass man jede private Adresse findet. Der zweite Schwerpunkt ist, dass wir sämtliche Infrastruktur erfasst haben in Soest noch zusätzlich. Das ist natürlich ein anderer Aufwand. Den haben wir aber betrieben, haben uns den Luxus erlaubt und haben gesagt, wir haben jedes Geschäft drin und wir machen die auch immer aktuell. Mit Öffnungszeiten, mit Telefonnummern. Wie komme ich da hin? Was kriege ich da? Und ich kann mich dahin navigieren. Ich spreche rein Kaffee, da kriege ich die ganzen Kaffees. Okay, da gehe ich zum Kaffee oder zu Saturn, was weiß ich. Und dann komme ich genau bis zu der Tür mit den entsprechenden Hintergrundinformationen. Das ist ein Schwerpunkt. Und dafür haben wir eine Point-of-Interest-Datenbank. Die beinhaltet nicht nur die interessanten touristischen Attraktionen. Soest ist eine Denkmalstadt. Wir haben also 900 Denkmäler in Soest alleine. Sehr viel Fachwerk. Wir haben allein 7 Kirchen in der Innenstadt. Das ist nicht wenig für so eine kleine Stadt. Und da passiert Kultur, Natur, Landschaft, Geschichte. All das können wir da drin ableiten. Auch Fahrradrundwege haben wir da drin. Auch Rundwege von der Stadt, also einen einstündigen oder zweistündigen Stadtrundgang, den man dann machen kann. Und man kann jeden einzelnen Point of Interest bearbeiten. Sie könnten selbst auch was anlegen, zum Beispiel bei uns in der Datenbank. Und dann hier vor Ort mit dem Tandem-Tourguide, den wir entwickelt haben, auch Strecken machen. Auch mit der Zielführung. Das geht auch. Ja, diese Datenbank wird aktuell gehalten von den Gemeinden oder von den Städten oder von den Betreibern auch, die da Interesse dran haben und sagen, ich bin hier im Freizeitbereich, touristischen Bereich unterwegs und möchte das gerne auch umgesetzt haben, möchte meine Tour da drin haben, dann könnt ihr es uns sagen oder wir nehmen da kein Geld für oder man richtet die selbst als Redakteur ein, dann könnt ihr das selbst machen. Und sobald ich da was eintrage, also wenn ich jetzt hier an meinem PC das eintragen würde in die Datenbank und ich starte die App bei mir auf dem iPhone, dann ist das schon drin entsprechend. Also ich muss nicht ein Update machen irgendwo auf der Datenbank oder über Apple, iTunes, das muss ich nicht machen. Ja, dann haben wir das Ganze umgesetzt. Das sind die Anwendungen, die wir jetzt entwickelt haben, 3 verschiedene. Wir haben einen City Guide in Soest entwickelt, einen Bus Guide und einen Tandem Tour Guide. Was steckt dahinter? Und das sind Applikationen, die wir fürs iPhone entwickelt haben. Der City Guide und der Bus Guide, die funktionieren auf dem iPhone und der Tandem Tour Guide, den haben wir bewusst für das Android-System entwickelt. Wir werden aber alle 3 Apps auf beiden Systemen vorhalten. Also wir sind jetzt dabei, auch die umzusetzen für die anderen Systeme. Und der City Guide ist so der Kernbereich. Und der Bus Guide ist interessant. Was können wir damit machen? Wir haben Echtzeitinformationen da drin. Echtzeitinformationen in dem Sinne, dass ich weiß, erstmal, wo ist meine Haltestelle? Und ich schließe es gleich mal an. Wo ist meine Haltestelle? Ich kann die auffinden, aber wann kommt mein Bus? Das ist entsprechend berechnet. Ich weiß also, bei uns haben wir eine Genauigkeit von 1 bis 2 Minuten ungefähr, bis die Busse kommen. Die Echtzeit, wann der abfährt und ob er kommt, ist hier drin rauszuholen. Wenn ich einsteige, kriege ich während der Fahrt die Information zur nächsten Haltestelle. Also das läuft mit, in 200 Meter erreichen Sie die und die Haltestelle. Jetzt kommt die Haltestelle. Also unabhängig von einem System, Lautsprecher oder sonst was, kann man mitfahren und kann sich auch die Route ja, hier sagen lassen, ansagen lassen, welche Haltestelle kommen denn jetzt. Und ich kann dann an meiner Haltestelle auch aussteigen, wenn ich aussteigen möchte. Und nicht die kleinen 50 Terroristen, die morgens zur Schule fahren, die um mich drum herum sind und laut sind. Ja, das ist dann, oder ich kann die Ansage nicht verstehen oder der Bus fährt sowieso 3 Stationen weiter, ohne dass ich merke, dass er an den Stationen vorbeigefahren ist. Also dieses System fährt immer mit und hat sämtliche Ansagen darin, wie ich oder wann ich aussteigen muss. Das wollen wir jetzt noch optimieren, hat mit diesem Projekt aber nichts zu tun. Wir setzen jetzt Bluetooth-Technologie in unseren Bussen ein und machen Kommunikationsschnittstellen, sodass ich mal weiß, hier kommt die Linie C7. Wo ist der Einstieg? Also wir machen das auch mit einer entsprechenden Zielführung dahin. Und während der Fahrt gibt es noch so ein Infotainment, also wo ich noch andere Informationen bekomme. Und wahrscheinlich auch, dass man einfach auf sein Smartphone drücken kann, dass man sagt, ich will aussteigen. Ja? Also dass ich nicht auf den Knopf drücken muss, sondern dass ich unabhängig vom Platz bin und dann da aussteigen kann. Das machen wir auch noch. Sind wir gerade in der Umsetzung. Wir haben das iPhone gewählt, ab 4S, mit dem iPhone 4 geht es auch, aber das iPhone 4S ist einfach im Kommen. Apple-Produkte, will aber keine Werbung hier für Apple machen, auch wenn ich da viel von spreche. Einige Schulen stellen bei uns in NRW um, den Lehrbetrieb auf Apple-Produkte, die nehmen kein Notebook mehr. Die nehmen dann iPads und iPhones teilweise und machen dann entsprechend Unterricht damit. Warum? Weil es so unwahrscheinlich barrierefrei ist zu bedienen. Und man muss nicht mehr viel Software dazu kaufen. Auch so ein Mac ist ja auch schon ganzen Tacken barrierefreier über die Bedienfunktion mit VoiceOver zu gestalten für blinde Menschen als ein anderes, ein Windows-Buch zum Beispiel. Da muss ich immer zusätzliche Software kaufen. Die ist immer sehr teuer. Also alles, was für so eine kleine Kundengruppe entwickelt wird, ich sag mal so ein Ultraschallgerät, was am Blindenstock festgemacht wird,
ja, mit ein bisschen Software dabei, was nur ein bisschen Hindernisse erkennen soll, kostet 3.000 Euro rund. Oder 2,5 oder 1,8 oder 2. Das ist eine Nummer für ein Gerät, was eigentlich nur technisch 20 Euro kostet. Ja? Oder 30. Viel mehr ist das nicht. Wenn ich unser System sehe, dieses GPS-System, was wir hier gebaut haben, das wird in der Vermessung für 10, 12, 15.000 ungefähr gehandelt, bis ich diese Güte habe. Wir haben hier Sachen aus Russland genommen für 20 Dollar da drin und das andere und haben das zusammengebracht und haben natürlich da auch viel entwickelt, aber es funktioniert und haben dann ein Low-Cost-System gemacht, wo wir gesagt haben, das muss günstig zu verkaufen sein. Und, aber das spielt eben auch eine große Rolle. Kostenfrage. In NRW gibt es ein sehr hohes Blindengeld. Ich glaube, in Deutschland am höchsten. Ich weiß nicht, wie es hier ist in Ihrem Bereich mit dem Blindengeld. Ist ja nicht, ist jedes Bundesland ist anders, was hier gezahlt wird. Aber ich glaube, in NRW ist noch am höchsten. Oder? Wissen Sie das zufällig? NRW ist über uns viel. Ja. Also da ist noch richtig Luxus irgendwie. Das ist so gutes Mittelfeld. Ja, es gibt ja welche, da gibt es gar nichts, ne, oder? Ja. Das ist schon eine Nummer. Gar nichts gibt es mittlerweile nicht. Ja, aber hat es gegeben, ne? Ja, genau, fast nichts. Ne? Die mussten zurückrudern. Ja. Ja, das geht auch nicht. Also eigentlich, ne? Und dann so unterschiedlich. Aber wir sehen das auch in der Thematik Technik. Also man hat Ampelanlagen bei uns, die klackern und dann komme ich in ein anderes Bundesland. Also beim Klackern muss ich gehen. Ja, und ein anderes Bundesland hat welche, da beim Klackern bleibst du bitte stehen. Und das funktioniert ja nicht. Ne? Also irgendwas ist da falsch, ne? In dieser Thematik. Sodass da die Länderhoheit sehr ausgeprägt ist in den Bereichen, Gesundheit natürlich auch oder in dieser Infrastruktur, was Baumaßnahmen angeht. Und da geht es eigentlich dahin. Mittlerweile die EU schreibt vor, eigentlich, ihr müsst alle barrierefrei sein, seid ihr aber nicht. Aber wir gucken jetzt noch nicht so auf die Finger, aber demnächst ja. Also wenn die Städte demnächst das nicht machen, dass das umgesetzt wird, dass ich sage, ich mache eine Baumaßnahme, aber vergesse das für blinde Menschen zu berücksichtigen da drin oder für Rollstuhlfahrer oder für wen auch immer, habe das nicht da drin. Dann kann diese Kommunen das ganze Geld zurückzahlen. Die Förderung, die normalerweise dafür kriegen, müssten die dann zurückzahlen. Und das ist sehr empfindlich, also wird es auch dazu kommen, dass das entsprechend umgesetzt wird. Ja, wir haben noch so Audio-Guides auch mit integriert, um touristisch in Soest die Points of Interest anzusprechen. Wir haben also 40 oder 42 Points of Interest, wie die Wiesenkirche oder Patrocli-Dom oder das Rathaus, also die speziellen Sachen. Sind entsprechend beschrieben, mit Textform, in Audioform, entsprechend für blinde Menschen in Audio deskriptiert von der Deutschen Hörfilmgesellschaft in Berlin. Und die Sprecher dabei waren jetzt hier zum Beispiel Hans-Peter Hallwachs und Diana Thalbach als Schauspieler oder der Rufus Beck für die Kinderversion, der auch viele Harry Potter Hörspiele gesprochen hat. Wir haben also Leute mit Charakterstimmen genommen, die auch im Hörbuchbereich interessant sind für blinde Menschen, also damit man einen Wiedererkennungswert auch hat. Und entsprechend auch ein bisschen was bieten wollten da drin. Und die Deutsche Hörfilmgesellschaft hat das alles aufbereitet, pädagogisch oder eben auch entsprechend blindenspezifisch, sodass wir da in Soest Rundgänge machen können. In Soest gibt es auch Stadtrundgänge für Blinde. Das ist ganz normal, kann man buchen, mit einer Gruppe von Blinden kommen. Sagen wir mal Stadtrundgänge, da gibt es einen Stadtführer, der macht dann speziell einen Rundgang für blinde Menschen. Aber man kann das auch alleine machen mit unserem System und dann kann ich auch diese Rundgänge machen. Ja, das ist so ein Ausschnitt jetzt aus unserer App, wie das aussieht. Also man hat Bildinformationen, man hat Audio, Videos, man hat Textinformationen. Es kann durchaus sein, das kommt demnächst. Wir haben jedes Restaurant, statten wir zum Beispiel mit Braille aus, Braille-Speisekarten, das ist bei uns normal. Wenn man in ein Restaurant geht, auch als Blinder, kriege ich sofort eine Karte in Braille. Wobei nicht alle Menschen Braille können. Ich weiß nicht, wie da die Quote ist, 30% oder so. Ist auch nicht viel höher bei Blinden. Es wird eher noch schlechter, glaube ich. So, ja, ne, also das ist, es ist immer noch trotzdem, man lernt es ja, oder die Jungen jetzt bei uns, man lernt es, bis 30 kann man es ja, glaube ich, noch ganz gut lernen, aber danach ist es auch schwierig, denn die Taste entsprechend noch so zu schärfen, dass das funktioniert. Aber es wird immer häufiger, dass im jüngeren Jahren Blindheit entsteht, durch Diabetes auch, durch falsche Ernährung, durch viel McDonald's und da passiert doch in vielen Bereichen einiges, dass also das wesentlich schneller kommt. Und mittlerweile hat man Technik, man verlässt sich auf Technik. Und wenn man sowas hat und man muss das nicht mehr nutzen, Braille, dann kann ich auch die andere Technik nutzen. Wenn mein iPhone mir alles vorliest oder mein Handy oder wenn das alles funktioniert, brauche ich das andere ja nicht. Aber das haben wir auch hier drin berücksichtigt, dass wir sagen, wir wollen auch, wenn ich irgendwo bin, durchaus auch, möchte jetzt zum Beispiel nach Christ oder in unseren wilden Mann da in Soest, was kriege ich denn da, dass ich das hier drüber zum Beispiel auch abrufen könnte. Das wird demnächst gemacht, das haben wir noch nicht umgesetzt, aber dann kann ich die Speisekarte auch über das System abrufen
Das können wir alles da integrieren, diese Hintergrundinformationen. Dann haben wir Altstadtrundgänge aufbereitet. Das heißt, man kann durch Soos navigieren. Wir haben auch zusätzliche 3D-Modelle erstellt. Da sieht man zum Beispiel jetzt das Stadtbild von Soos einmal. Das wird sehr gut angenommen auch, so ein Tastbild. Entsprechend in 3D, in Bronze. Und wir haben... Ja. Das gibt es öfter, oder? Das öfter ja, gesehen. Das ist ein Künstler von uns aus der Gegend, der macht das viel für Städte. Also gibt es auch in Potsdam und gibt es in Stralsund gesehen. Stralsund, das kann, ja, das kann gut sein. Also das ist seine Ecke. Der Bröcken ist das, der hat bei uns, ja, so Zufall, unsere Kinder gehen zusammen zur Schule, aber der macht sowas zum Beispiel. Der hat das auch gemacht, dieses Modell. Wir haben allerdings die 3D-Modelle, die wir so von den Kirchen gemacht haben, ausgeschrieben. Das hat eine Firma hier unten aus Strassacker, ich weiß nicht, wo das ist, ist ja auch im südlichen Bereich, eine große Kunstgießerei, die hat diese Sachen für uns gemacht. Und das ist sehr künstlerisch auch, aber das ist eine tolle Sache, dieser Stadtkern dazu fühlen. Das ist alles mit Braille beschriftet, auch in den Straßen und so. Und da kann man sehr viel machen. Das wird auch für jeden Sehenden, das ist einfach gesetzt. Man trifft sich am Brunnen oder an dem, ja, wenn wir uns irgendwo treffen in der Stadt, da, ja, weiß jeder Bescheid. Ne? Und da steht also jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Gruppen vor. So ist es eben auch Fremden. Er hat viele Fremdenführer und da sind so viele Gruppen, die nach Soos kommen mittlerweile, die da Stadtführung machen, also man trifft sich dann da. Wir haben auch Terminals aufgestellt, Terminals mit 42 Zoll Touchscreen und die funktionieren bis zur Sehbehinderung, das heißt, man kann da die gleichen Informationen abrufen, die auf dem iPhone sind. Da ist auch WLAN dran, gleichzeitig Bluetooth, da können wir noch mehr Sachen mitmachen. Unser Ziel ist jetzt im zweiten Schritt, eben auch wenn ich da vorbeigehe, eine entsprechende Information über das WLAN zu bekommen, dass ich automatisch das Bild, was auf dem Terminal ist, auch auf mein iPhone bekomme oder mein Android-System. Das heißt, ich kann mit einem vertrauten Gerät, auch als Blinder, als Vollblinder, da vor Ort diese Informationen abrufen und dann auf meinem Gerät vielleicht auch die aktuellen Dinge, die da draufstehen, zum Beispiel abrufen. Und das geht dann über HTML5 oder so, dann ist das kompatibel zu iPhones und Android-Systemen. So dass man also da, ich komme in die Nähe, dann ist, heißt es hier, ist ein Guide for Blind Access Point, möchte die Informationen haben, jo. Und dann startet automatisch der Browser und ich kann mit meinen Voice-Over-Funktionen, die in dem iPhone sind, das Ganze bedienen und kann damit auch entsprechend die gleichen Informationen abrufen, die der andere am Touchscreen abruft. Das wird sehr gut angenommen, diese Touchscreens, hatten wir gar nicht mit gerechnet, dass es so viel ist, aber das ist wirklich extrem, die Zugriffe. Die Leute spielen noch gerne an solchen Sachen und so, dass das... wir das an drei Standorten in Soest haben und wir das einfach kombiniert haben, um eben so auch barrierefreier zu sein. Auch Rollstuhlfahrer können da gut dran, der Bildschirm stellt sich automatisch runter und hoch auf dem Bildschirm selbst, also ist nicht mechanisch, sondern die Bedienelemente verschieben sich. Ja, dann haben wir die 3D-Modelle, Wiesenkirche, Dom, Osthofentor aufgestellt, diesen Maßstab 1:100. Auch tastbar mit Braille beschrieben, sehr schöne Modelle auch, die werden auch gut angenommen. Das machen wir, die sind nicht billig, solche Modelle, ganz klar. Das ist eine Nummer, ich sage mal so ein kleines Modell, wenn ich das gießen lasse und das muss ja vermessen werden, das muss aufbereitet werden, das muss im Negativ sein. Kostet schon, was weiß ich, 10.000 Euro, ein kleines, da kommt auch grüner Sandstein unten drunter. Und die größeren kosten sicherlich dann 15.000 oder 20.000 Euro und wir machen das jetzt so im Sponsoring-Modell. Es gibt immer welche, die so ein bisschen in der Stadt herausragen möchte. Entweder haben sie viel Geld oder möchten sich selbst ein Denkmal schaffen. So ein bisschen, und die kann man aber auch ganz gut ansprechen oder eine Volksbank oder Sparkasse, die sagt, ja, das möchten wir gerne machen, sodass wir das komplett ausbauen. Also wir werden die meisten Bauwerke, denke ich, mit solchen 3D-Modellen auch kombinieren, sodass man, wenn man vor der Kirche steht, das 3D-Modell auch sofort fühlen kann, wie ist das ausgerichtet, wie fühlt sich die Kirche an. Man kriegt die Audiodateien dazu und hat also eigentlich einen kompletten Blick von dem Ganzen, auch wenn man nichts sehen kann, von dem Ganzen, was da ist. Und so setzen wir das um, noch so als Paket dazu. Und um das Ganze zu visualisieren auch und auch fühlbar zu machen. So, dann haben wir noch Tandem-Touren. Wir haben spezielle Touren. Das heißt nicht spezielle, das sind Standard-Radwege, die wir entwickelt haben, die der Kreis Soest vorhält oder die Stadt Soest. Und wir haben den ÖPNV dabei, der auch einen Fahrradbus entsprechend mitnutzt oder auch Elektro. Wir haben zum Beispiel auch ein Elektro-Tandem, wo wir solche Strecken fahren können und wir haben ganz viele, die Tandem fahren, wo sich Freundschaften gebildet haben, die dann viele tausend Kilometer mittlerweile gefahren sind auch. Und diese Routen selbst sind einfach Routen, wo es Informationen eigentlich auf der Strecke gibt. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel oben da so einen Weg, der heißt Feldgefühl.
Da sind viele, da ist ein Naturschutzgebiet drin, da ist aber auch ein Schloss drin, da ist vielleicht irgendwo noch ein Café drin, da sind verschiedene Naturdenkmäler drin oder da ist was ja, zur Umgebung, Historisches. So, und der blinde Mensch wird hier zum Reiseführer besseren Wissens eigentlich. Also der Pilot vorne sieht zwar alles, aber der kennt die nicht, der weiß nicht, was da ist. Und wir können dann, also das System spricht dann entsprechend und sagt so, jetzt, wenn du nach rechts guckst, siehst du in 10 Kilometer Entfernung, auf 2 Uhr meinetwegen, das Haus Nehlen, das ist ein Wasserschloss oder Wasserburg, so und so. Und dann kann man das von hinten weitergeben und der vorne Fahrende kann sich eigentlich so konzentrieren auf das, was mit dem Fahren zu tun hat und Verkehr. Und von hinten wird das erzählt. Wir machen das auch regelmäßig. Also der Kollege, der jetzt da hinten drauf sitzt, der hat auch in einem Projekt mitgearbeitet. Der hat jetzt bei uns auch eine Festanstellung bekommen beim Kreis Soest als Vollblinder und arbeitet im Bürgerservice. Und der hat dann immer bei mir hinten drauf gesessen und dann haben wir das Sattelfest, da fahren so 50.000 Leute von 2 Städten hin und her, von Hamm nach Soest. Und dann sind so viele Punkte dazwischen und dann sagt er mir dann, ja, in dem Dorf Hattrop-Bolzen oder Meckingsen, da können wir leckeren Cocktail trinken oder da ist die Toilette oder solche Informationen oder auch, wir haben entsprechende Zielpeilungen auch da drin. Also wo ist das? Ich kann das auch finden selbst als Blinder. Also wo ist dieser Punkt? Das sind nicht nur wir, sondern jeder, der da sich mit dem System auseinandersetzt, kann das auch finden. Ja, wie sieht das Ganze aus? Auf nationaler Ebene sind wir zurzeit in unterschiedlichen Bereichen im ÖPNV unterwegs. Wir machen das in Soest, habe ich gerade schon angesprochen. Bei uns hängt die Ruhr-Lippe-Gesellschaft da dran oder der VRR, was das Ruhrgebiet angeht, dass wir die Busse auch sprechen lassen wollen. Aber wir wollen auch jede Bushaltestelle finden. Wir wollen die Einstiegsbereiche finden. Wir wollen dahin navigieren. Wir wollen Echtzeitinformationsdienste haben. Das koppeln wir im Moment. Vieles können wir schon davon. Wir wollen Technik in die Busse einbauen, dass da eine Kommunikation stattfindet. Im Moment mit Bluetooth und Radiofrequenztechnik, RFID. Das ist übrigens auch hier drin, habe ich vergessen zu erwähnen. Da ist ein RFID-Reader drin. Der kann neben dem Bluetooth auch auf 30 bis 40 Meter, also zwischen 30 cm und 40 Meter kommunizieren, mit aktiven Tags auch. Das heißt, was kann man damit machen? Man kann auch Museen bestücken, ein Exponat bestücken oder einen speziellen Raum, dass er sagt, hier ist der Raum so und so. Wenn ich daher gehe, da kriege ich die Informationen auch auf das Handy. Ja, dann haben wir die Fortführung dieser ganzen Geschichte auf nationaler Ebene, M4Guide. Mobile Multimodal Mobility Guide, das ist mit Berlin zusammen, das machen wir mit der Senatsverwaltung in Berlin. Die Berliner sind auf uns zugekommen, hatten geguckt, wo es sowas gibt. Und das war so eine ganz kuriose Geschichte, dass die über Moskau eigentlich so an uns drangekommen sind irgendwie. Und zwar hatten wir so einen gemeinsamen Austausch in Düsseldorf mit dem Deutschland-Russland. Und ich hatte sowas wie den Gesundheitsminister von Russland am Tisch sitzen. Und der ist auch vollblind und da haben wir uns ausgetauscht und der kannte unser Projekt, hat gesagt, da wollen wir auch mitmachen, da wollen wir auch am Ball bleiben. Und da waren die Berliner in Moskau und haben dann mit denen Gespräche geführt über Projekte Berlin-Moskau. Und das war hier Teile von Ministerien und Regierung und Senatsverwaltung. Und dann haben die gesagt, ja, wir würden auch so Blindenprojekte machen und andere so. Und dann sagte der, ja, wenn sie dann ein Blindenprojekt machen, dann müssen sie eine Kreis-Soest-Verbindung aufnehmen zu den Berlinern. Ne? Und das war so, dann haben die mit uns Verbindung aufgenommen und haben gegoogelt und jetzt machen wir das in Berlin eben auch. Und Berlin hatte so die gleichen Vorstellungen, die waren nur so ein paar Jahre später mit der Vorstellung jetzt. Wir sind ja schon 2006, 2007 sind wir gestartet mit den Ideen. Und jetzt setzen wir das in Berlin für ganz Berlin-Mitte um. Das heißt, der ÖPNV wird da verbessert, die Nutzung. Indoor-Navigation entwickeln wir da mit verschiedenen Techniken. Und wir nutzen auch zum Beispiel, wie kann ich in Berlin navigieren, so ähnlich wie in Soest. Dass wir das für eine Großstadt umsetzen, was wir bei uns für eine Kleinstadt umgesetzt haben. Das ist das, was wir da machen, mit 5,6 Millionen gefördert. Wir sind zum 1.12. gestartet, letzten Jahres. Läuft 3 Jahre und sind 7 oder 8 Partner mittlerweile. Zum Beispiel auch Hakon, bahn.de ist da drin, also diese App bahn.de oder überhaupt die Internetseite bahn.de machen. Die wird auch diese Zielführungssysteme haben, die ich gleich vorführe und werden die auch mit integrieren. Also wir kombinieren unsere Technik ein bisschen, was wir entwickelt haben. Das nehmen die mit rein und wir nehmen dafür deren Sachen und machen das bei uns entsprechend weiter, unter anderem. Dann wird es ein NOC for Blind, Network of Competence for Blind and Low Vision People oder Visually Impaired People, wie es auch dann genannt wird, geben, wo das Interesse ganz klar der Ministerien besteht, sowas zu verzahnen, also nicht nur, was wir in Deutschland machen, so umzusetzen und im kleinen Bereich, sondern wir wollen Richtlinien schaffen, Geschäftsmodelle
in diesen Bereichen, um auf europäischer Ebene sowas auch zu kommunizieren und festzusetzen und dass mehr Möglichkeiten sind, dass es auch umgesetzt wird. Und das, da werden neue Projekte daraus generiert. Über 4 Jahre soll das laufen und dann die EU schießt entsprechend Geld rein in die Ministerien, in diese Projekte und dann werden wir Partner suchen. Partner drin sind nicht eine Firma, sondern Projekte, wie zum Beispiel Guide for Blind oder Haptimap oder M4Guide. Die Projekte selbst darin sind die Partner. Das heißt natürlich, wir haben einen riesen Cluster. Wenn ich Haptimap allein bedenke, sind 15 Partner drin und wenn die alle dabei sind, dann haben wir eine ganze Menge, die dann technisch da entsprechend mit unterstützen können. Ja, das ist erstmal das Theoretische, was ich jetzt erzählt habe. Das letzte ist noch ein Bild von dem Kompetenznetzwerk Knock for Blind. Die Partner, die da drin sind, also wir haben jetzt im Moment so 13 europäische Staaten. Zusätzlich möchte noch Israel mitmachen und Russland. Gut, die Schweiz ist auch dabei. Da geht es immer um die Förderung. Die Schweiz hat einen eigenen Topf, weil die ja nicht über die EU gefördert werden, sodass die auch da Interesse dran haben. Und das sind so die Länder, die da auch mitmachen wollen, wo wir auch mit den Blindenverbänden, so wie in Spanien zum Beispiel, nah zusammenarbeiten. Wir arbeiten immer direkt mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband zusammen und mit den Verbänden vor Ort oder von NRW oder Hessen oder ganz unterschiedlich ist das, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und hier drin wollen wir diese Techniken auch zusammenführen und entsprechend so ein bisschen noch festsetzen auf einer nationalen Ebene. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen umkoppeln und umswitchen und zeige Ihnen das am iPhone. Technik müsste eigentlich klappen. Guck mal eben. So, mal einstellen. Ganz kurz. Ich muss ein bisschen was ausmachen, sonst stört das. Nachher, wenn mal einer anruft oder irgendwie was kommt, dann stört das dabei. So, das weg. Das auch. Und ich schließe mal das iPhone an. Also eigentlich, und da sieht man auch hier dran schon, dass die Technik relativ weit ist, dass ich sage, ich nehme einfach ein iPhone und schließe das an den Beamer an. Das ist schon immer auch ein Vorteil. Und dass er das recht schnell erkennt, hoffe ich mal. Dass das jetzt auch macht, eben hat das gemacht, hat er gemacht. So, wir haben jetzt verschiedene Apps entwickelt und eine App ist der Busguide, nächste App ist der Cityguide. Dieser Cityguide, den haben wir als Online- und Offline-Version. Offline-Version hat den Vorteil, dass ich nicht zusätzlich noch Daten abrufe. Wir haben ja viele Daten da drin und die Datennetze sind nicht überall gleich gut. Und ich habe, der eine hat O2, der andere E+, der nächste Vodafone. Es ist sehr schwer, da was Vernünftiges letztendlich für alle Städte vorzuhalten, sodass wir gesagt haben, wir wollen eine Offline-Version, die schneller funktioniert, die flexibler ist. Und die starte ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht der Anfangsbildschirm. Und der Anfangsbildschirm sieht so aus, dass ich da 4 Punkte drauf habe. Und ich mache das gleich auch mit der Technik, wie blinde Menschen das bedienen. Ich spreche erstmal so das an, damit das nicht im Hintergrund dazwischen redet. Wir haben also die Karte drauf als einen Schwerpunkt, dann Audio-Guides und wir haben Informationen. Zusätzlich haben wir noch den Punkt Bedienungsanleitung, wo eben auch drin steht, wie ich was bediene. Aber auch darüber kann ich bei der Offline-Version, wie soll ich bei einer Offline-Version ein Update kriegen zum Beispiel, ist so, wenn ich auf die Bedienungsanleitung gehe und ich bin in der WLAN-Umgebung, das bin ich jetzt nicht, aber wenn ich dann da drin bin, dann habe ich oben rechts in der Ecke, kommt automatisch eine Cloud, dann kann ich da drauf gehen und dann macht er das ganze Update auf dieses System. Das heißt, wenn was Neues reinkommt, irgendwie aus der Datenbank, ist das automatisch hier drauf. Kann ich jetzt nicht demonstrieren oder ich müsste jetzt einen WLAN-Punkt machen, habe ich jetzt nicht. In der Karte selber starte ich auch mal. Sehen wir hier, ist ja nicht viel hier für Karlsruhe. Wir haben also dahinter liegen eigentlich auch OpenStreetMap. Haben gesagt, wir nutzen mal aus der Community auch Daten, weil da liegen unheimlich viele Daten vor, dann wollen wir die auch nutzen. Warum denn nicht? Und OpenStreetMap hat ja auch Interesse, unsere Daten zu nutzen. Und wie können wir sowas kombinieren? Das heißt, wir nutzen allgemeine Hintergrundinformationen eben aus OpenStreetMap, aber wir legen unsere Kartendaten, ich gehe jetzt mal nach Soest hoch hier, mal sehen, Kassel. Wir liegen also zwischen Kassel und Dortmund. Also bei uns scheiden sich immer die Geister, weil einige sind Schalke-Fans, die anderen Dortmund-Fans, das geht immer so. Und ein Teil ist dann Bayern, also das sind immer die, die immer gewinnen wollen. Aber wir liegen so mitten dazwischen, Werl, Soest.
So, jetzt gehe ich mal nach Soest rein und jetzt sehen wir schon gleich, dass sich da auch mal was verändern wird. Jetzt komme ich in eine Kartenabbildung, die anders aussieht. Man sieht auch, dass da die Ampeln drin sind zum Beispiel. Ja? Alle Ampelanlagen sind da drin, die sind auch unterschiedlich gekennzeichnet, mal mit grün, mal mit gelb. Und wir sind auch schon gefragt worden, ob wir die auch schalten können hier drauf. Das fand ich jetzt ein bisschen, fand ich schon ein bisschen vermessen, das Ganze. Ja, so weit sind wir nicht. Das ist schon, aber die Idee kommt natürlich. Ne? Kann man die auch, kann man sofort sehen, ob die grün ist. Das können wir nicht. Aber ich habe hier mal zum Beispiel den Bereich des Bahnhofs rausgescrollt. Das ist also der Busbahnhof vorne vor. Der ist als Insel gedacht. Das ist in vielen Städten so. Große Insel, dann fahren die rotierend, die Busse stehen teilweise ineinander, auch Gelenkbusse. Und man sieht hier drauf auch, wir haben grüne Wege, wir haben rote Wege, wir haben weiße Wege. Und die ganz grauen, das sind eigentlich die Fahrflächen der Straße, aber die interessieren uns gar nicht, diese Kanten- und Knotenmodelle. Die können wir mit nutzen, aber die brauchen wir nicht. Und wir nutzen einfach nur unsere Informationen zu den unterschiedlichen Wegen. Und grün heißt der sicher, also wird der auch für die Navigation berechnet. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf einen Weg berechne, wird das auch entsprechend angezeigt. Dann legt er einen blauen Weg da durch und sagt so, von da nach da kann ich navigieren. Und dann werde ich da auf diesem Weg geführt. Wie sieht das Ganze aus? Innerstädtisch, hier vorne vor ist zum Beispiel auch ein Kreisverkehr. Da sieht man auch, dass da Übergänge gebildet worden sind, die eigentlich ja nur virtuell vorhanden sind. Vor Ort habe ich zwar einen Übergang, ich habe vielleicht auch in der Mitte noch eine Insel. Ich habe aber keine Führung. Manche haben ja teilweise noch für rechts und links so ein bisschen, dass ich das mit dem Blindenstock tasten kann, also so ein paar Hügel oder so. Aber meistens ist das völlig frei. Und wenn ich darüber geradeaus laufen möchte und eine Orientierung habe, die mich eigentlich in eine andere Richtung bringt, weil die Autos rotieren, ist das unheimlich schwer, da auch sowas zu passieren und auf die andere Straßenseite zu kommen. So dass wir da also auch, das sieht man hier, entsprechende Wege haben und ich werde mit dem Zielführungssystem darüber geführt. Jetzt spreche ich die ganze Zeit vom Zielführungssystem und Sie wissen nicht, wie es aussieht. Deshalb mache ich das jetzt mal. Also in der Karte selbst habe ich ein Suchfeld und da kann ich jetzt hier draufgehen auf das Suchfeld und kann sämtliche Straßen oder private Adressen zum Beispiel finden. Und wir können hier reinsprechen oder wir können aber auch reinschreiben mit VoiceOver. Ich mache mal VoiceOver an. Das ist also sämtlicher. City Guide offline. Ich habe hier so einen kleinen Lautsprecher mit aufgestellt, damit man das so ein bisschen hören kann. So, jetzt könnte ich ja durch die Liste gehen. Ja. Alte Greverwald. So. Alter Hellweg. Man hört aber daran schon, dass die Stimme Schwierigkeiten hat mit der Umsetzung grundsätzlich. Eigennamen sind unheimlich schwer, Straßennamen sind immer schwer. Und wenn ich die irgendwo reinspreche, welches System erkennt das? Ganz wenige nur. Und deshalb ist es hier eigentlich auch von Vorteil, wenn man irgendwo... Suchfeld. Zum Bearbeiten doppeltippen. Suchfeld. So, wenn ich jetzt meinetwegen die Tommichstraße suche... Dann kann ich ja hier über das Display gehen und ich kann das auch ausmachen, das Display. Da tippe ich eben dreimal mit drei Fingern drauf. Bildschirm bitte. Nee, so. Bildschirmvorhang aktiviert. So, und ich kann trotzdem damit arbeiten und mein Nachbar guckt da nicht rein, was ich mache, was ich schreibe, ein SMS oder so. Das braucht er ja alles nicht wissen. Ne? Da sitzt einer neugierig daneben, merke ich ja nicht als Blinder. Und ich kann das jetzt ganz normal bedienen. Großbuchstabe Z. Und ich suche mir meine Buchstaben raus und schreibe das da rein. Ich mache das mal wieder an. Ist mir jetzt zu schwierig. Bildschirmvorhang deaktiviert. Für mich jetzt. Aber ich kann hier drüber eben sehr schnell auch entsprechend was finden. Ich nehme mal. Großbuchstabe Z. Großbuchstabe T. Ich wähle den aus. Großbuchstabe T. Ich muss den nicht finden hier drauf auf dem Display. Wenn der einmal markiert ist, kann ich egal wo einen Doppelklick drauf machen auf dem Display und der nimmt diesen Buchstaben. Das heißt, jetzt habe ich die Liste hier. Teilenkamm. So, ich möchte den Teilenkamm. Das hat mich jetzt. Den wähle ich aus. Und ich habe da. Adresssuche. Zurücktaste. Und hier drin sieht man, wir haben also Teilenkamm auf Sackgasse, nur Gehweg oder wir haben auch den Grundstückseingang. Wir haben also die Türen drin mit 10 cm Genauigkeit, aber nur von den Häusern, die wir auch von der Straße aus sehen können. Oftmals hat man Garten davor und dann habe ich nur den Grundstückseingang und ich kann die Tür gar nicht sehen. Das kann ich natürlich nicht erfassen. Also ich kann nicht jedes Privatgrundstück begehen und das erfassen, das kann ich nicht. Aber das ist auch gar nicht so erforderlich. So, ich nehme mal jetzt auf meinetwegen Teilenkamm 1 den Eingang. So, jetzt berechnet er mir... Abbrechen. Jetzt berechnet er mir die Navigation und ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich hier einen GPS-Empfang hier drin habe, im Moment noch nicht, glaube ich, sonst wäre das unten blau. Aber man auf diesem Feld selbst sieht man schon. Korridorbreite 1,5 Meter. So, der Weg, der da eben berechnet wird, ist schon mal in der Größenordnung, der ist begehbar.
Die Korridormitte zeigt er mir noch nicht an, weil ich immer noch keinen GPS-Empfang habe. Das wird auch schwer, denke ich mal. Die Korridormitte, was heißt das? Wie weit bin ich von dem Weg weg? Also wie weit bin ich von der Mitte des Weges weg? Das kann zum Beispiel sein, ich stehe jetzt nicht genau auf dem Weg, ich will aber loslaufen oder ich habe mich verlaufen. Das war bei meinem Kollegen zum Beispiel so, da steige ich aus dem Bus aus, dann hat er so einen recht schwierigen Weg zu gehen, weil er da nichts fühlen kann. Und dann steht ein Auto im Weg, dann steht eine Tonne im Weg, dann driftet der in so einen Hinterhof ab da und kommt da nicht mehr raus. Ja, also völlig orientierungslos in dem Moment. Sagt, wie komme ich denn hier aus dem Hinterhof wieder raus, damit ich überhaupt wieder auf den Weg komme, wo ich eigentlich laufen muss. Und dieser Korridor wird eben angezeigt, wie weit ist mein Korridor weg und in welcher Richtung auch ist mein Korridor weg, dass ich da wieder hinkomme, sodass ich mich wieder dahin tasten kann und sagen, so, ich habe mich jetzt zwar verlaufen, aber ich komme schon mal auf den Weg wieder drauf. Wie lang ist mein berechneter Weg? Und die Genauigkeit wird angesagt. Aber wie gesagt, hier drin, ich habe jetzt keinen GPS-Empfang hier drin. Das ist ja Stahlbauwerk hier und ich denke mal ziemlich schwierig. Meistens im Gebäude ist das nicht so. Wobei das iPhone schon sehr gut im Gebäude eigentlich empfängt. Ne? Vielleicht könnten wir euch. Ich könnte jetzt den da hinten hinstellen, irgendwo ans Fenster und dann über den eine Verbindung herstellen, aber ich mache es mal einfach so. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich kriege da vier Informationen raus, Korridorbreite, Korridormitte, wie weit ist das weg? Wenn ich auf der Korridormitte bin, dann werde ich da navigiert. Ist das kein Problem. Wie weit ist mein Weg? Also 500 Meter, 800 Meter? Warte mal, dann muss ich es anmachen. Dann machen wir es an, dann stellen wir es mal dahin. Dann kann ich es gleich mal koppeln. Obwohl, das habe ich jetzt, nee, aber das kann ich trotzdem gleich mal zeigen. So, jetzt haben wir Ausgabeschnittstellen entwickelt. Taste. Ausgabe. Ja. Abbrechen. Ton an. So, ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben einen Geiger. Wir haben aber auch, also das ist sowas, ja, entsprechend tickert das Ganze. Wir haben die Vibration, die wir auswählen können. Und wir haben Sprache, die wir auswählen können. Sprache. Also das sind unterschiedliche Zielführungsmöglichkeiten. Diese Töne werden noch verbessert beim Geiger. Es gibt jetzt neuere Kopfhörer auch, die so auf Knochenbasis sind, sehr gut. Das heißt, ich brauche gar nichts ins Ohr machen, aber trotzdem kriege ich alles mit und kann auch die ganze Umgebung wahrnehmen. Die nutzen wir jetzt oder testen wir auch gerade. Die Geiger-Thematik geht sehr schnell. Haben Sie da schon mal was von gehört von den Kopfhörern mit dem Knochen? Wir haben die auch. Ja? Die sind ja schon gut, also das ist schon. Mit Bluetooth sogar schon. Ja, genau. Dann habe ich nicht noch extra ein Kabel dabei und so. Welche Firma haben Sie? Also welches Modell genau? Ach, das fragen Sie mich was. Ganz Neues. Von Vista, also das ist jetzt ein ganz neues, das Neueste, was hier vorne sitzt, hier vorne vor, hinten rum geht das. Und da ist aber noch ein anderes europäisches Projekt, was sich speziell damit auseinandersetzt und da noch ein bisschen weiterentwickelt. Und auch die Zielführungstöne anders werden. Also es gibt was mit Rauschen, es gibt was mit so einem Glockenton, was harmonischer ist, was so näher kommt oder na, sowas. Und unseres ist eben ziemlich aggressiv hier. Auswahl, Sprache. Ich mach mal eine Sprache. Auswahl, Auswahl, Sprach, Voice oder aus. So, ich mach die mal aus. So, jetzt haben wir hier, hört man schon, ist ein sehr aggressiver, ich nehme mal was anderes hier, ein sehr aggressiver Ton eigentlich. Aber dieser Ton, den kann man entsprechend auch verstellen, auch leise im Hintergrund laufen lassen. Und ich wähle mal hier was aus in Soest, 3D-Modell zum Beispiel. Von St. Maria zur Wiese. Und wir haben das Gleiche, was Sie gerade jetzt da mit dem Tacker schon gehört haben. Und bei der Adresssuche, wir haben eine Zielpeilung und wir haben ein Routing. Da, also ich koppel das jetzt nicht da hinten mit dem, sowieso nicht. Aber das kann man trotzdem gleich nochmal darstellen. So, diese Zielpeilung ermöglicht erstmal, in welche Richtung ist mein Ziel und wie weit ist das entfernt. Jetzt passt es schon, 285 Kilometer sind wir von Soest weg. Also ein bisschen Empfang haben wir hier. Das passt auch jetzt mit dem Gebäude. Da schon so ein bisschen, ne? Also sieht man hier vom Empfang her, wir kommen schon so in die Richtung vom Gebäude. Das heißt aber, wo ist eigentlich meine Richtung? Und die kann ich sehr schnell rausfinden. Ich gehe zu weit rechts. Wenn es leise, ich gehe zu weit links. Das springt jetzt sehr viel, weil der GPS-Empfänger ist auf 65 Meter Genauigkeit hier drin. Da springt er sehr viel. Normalerweise ist das sehr stabil. Das heißt, ich kann das, wo das iPhone vorne ist, ich drehe mich in die Richtung. Wo ist das? Wo ist meine Richtung? So, das ist jetzt genau die Richtung, die ich laufen müsste. Das ist für mich erstmal eine Orientierung. Die Zielpeilung ist erstmal eine Orientierung. Wo ist das, wenn ich losgehe? Aber das kann auch eine Peilung sein, wenn ich zum Ziel komme und ich bin nicht ganz genau, dass ich noch mal kurz gucke, wo ist denn jetzt genau mein Ziel? Ich bin nur 10 Meter davor, finde es aber nicht. Das ist ja schwer, manchmal irgendwas zu finden. Das heißt, wo ist mein Ziel? Und dann werde ich da hingepeilt und noch mal auf das Ziel ausgerichtet. Das Zweite, was wir hier drin haben, ist das Routing.
Und man hört jetzt hier schon, das bleibt das letzte eingestellte Geräusch da drin stehen. Und dieses man will es gar nicht meinen, aber dieses Tackern wird ganz gerne genommen. Und man macht das eben leise, weil es sehr schnell reagiert. Das heißt, ich drehe mich und ich finde das sehr schnell. Ich gehe damit und sobald es leiser wird, kriege ich es mit. Andersrum ist schlecht. Also wenn es die ganze Zeit leise ist und nur laut wird, wenn ich abweiche, haben wir auch versucht, führt dazu, dass die meisten denken, oh, das System funktioniert nicht. Ich höre nichts die ganze Zeit. Also ich muss was wahrnehmen, dass ich auch weiß, das Gerät geht, das funktioniert. Ich kriege ein Feedback daraus. So, das Gleiche geht hier mit Stimme. Das ist angenehmer. Geradeaus. Die Navigation wird gestartet. Das heißt, ich drehe mich so lange. Halten Sie sich weiter links. So, und diese Intensität, also den Abstand des Sprechens kann man einstellen, ob das so schnell gesagt wird oder langsamer, nur alle so und so viele Sekunden. Das heißt, ich bin auf dem Weg. Na, ich gehe jetzt in die falsche Richtung. Halten Sie sich weiter rechts. So, dann. Halten Sie sich weiter rechts. Halten Sie sich weiter links. So, und dann nur dieses Tackern. Ich merke, beim Sprechen brauche ich länger, um den Weg zu finden. Das Tackern geht schneller. So, ich breche das mal ab. Und das Gleiche geht auch mit Vibrationen. Das können Sie jetzt nicht hören, das kann man nur fühlen. Das heißt, mit der Intensität der Vibration, das kann man die Sprache gut koppeln mit dem iPhone und kann das entsprechend fühlen, wenn ich nicht so ein aggressives Tackern haben möchte. Das funktioniert. Und diese drei Möglichkeiten haben wir da entwickelt. Genauso so diese Zielführungssysteme so funktionieren sehr gut. Wir haben mathematisch noch einen Prozess dahinter gesetzt, der das Ganze verbessert. Will ich jetzt nicht unbedingt erklären. Das ist recht einfache Mathematik, aber es führt dazu, dass wir sehr stabil und geradeaus auf den Wegen gehalten werden. Und das wird in der Navigation praktisch, ist in die Navigation integriert, in dieses Routing. Und wir, ich sag mal nur als Beispiel, wir haben jetzt hier eine Länge von diesem Raum 10 Meter, 12 Meter, aber ich will einen Punkt in 30 Meter Entfernung erreichen und da soll es nach rechts abgehen. So, 30 Meter, wenn ich aber eine Genauigkeit von einem iPhone habe, zum Beispiel, was 5 oder 10 Meter ungenau ist oder manchmal auch 20, dann ist das Verhältnis von dem Punkt zu dieser Ungenauigkeit, der Punkt kann da hinten liegen oder mein Punkt kann da liegen oder eben hat er hier 65 Meter angesagt, das kann ganz anders sein. Das Verhältnis von der Position, die ich mit meinem iPhone eigentlich berechne, zu dem Punkt wird verfälscht, weil der Winkel sehr groß ist, also der Fehlerwinkel und ich stehe mal da und entsprechend werde ich, wenn ich diese Zielführung nutze, da so eilig hingeführt, wenn überhaupt. Ne? Oder es kann auch sein, dass mein GPS-Sensor sagt, ich bin schon hinter dem Punkt, weit dahinter und ich muss wieder drehen. Und das haben wir so berechnet, dass wir sagen, wir packen immer auf den nächsten Punkt 50.000 Meter drauf, mathematisch, jede Sekunde und ziehen das auch wieder ab. Das heißt, auch mein Zielpunkt, der da hinten liegt, 50.000 Meter drauf. Damit liegt der entscheidende Winkel in der Unendlichkeit. Und dieser entscheidende Winkel ist dann gegen Null, wenn ich das auf 50.000 Meter ausrechne. Ob das hier 20 Meter rechts oder links von mir erfasst wird, spielt keine Rolle. In der Unendlichkeit liegt das auf Null. Und wenn ich auf dem Weg bin, werde ich auch immer auf dem Weg gehalten. Bin ich aber 10 Meter neben dem Weg, werde ich auch parallel zu dem Weg gehalten. Das ist der Nachteil dabei. Aber dadurch, dass wir, das haben wir immer gedacht, ist das ein Problem oder nicht? Nee, die Blinden von uns, die Testpersonen sagen einfach auch, ist ja auch kein Problem, ich bin sowieso auf dem Bürgersteig, ich laufe jetzt nicht einfach dahin oder da. Und das ist nicht so. Und da haben wir also klar mit der Technik ein bisschen was mathematisch geändert, aber das Ziel ist es, den Empfänger, den ich da mitgebracht habe, hiermit zu koppeln. Das Ziel langfristig ist nicht, dass wir einen extra Empfänger haben, sondern dass zum Beispiel Apple sagt, sowas integrieren wir. Also das, was ihr da entwickelt habt, das kriegen wir auch hier rein irgendwo. Kriegen die auch irgendwann hin, wenn die Idee haben oder das machen können. Das, was wir da drin haben, würden die auch hier reinkriegen. Ne? Apple hat auch schon mal angerufen, wir haben schon mit denen kommuniziert, oft genug. Und mittlerweile haben sie eine Firma von uns aufgekauft. Und da war, die für uns gearbeitet hat und mit der wollten wir jetzt eine Indoor-Navigation machen, da haben sie vor 2 Wochen aufgekauft, wollen in Konkurrenz zu Google die Indoor-Navigation mit denen machen. Ja, und die hatten schon mit denen Produkte geplant. Jetzt so, auf einmal von heute auf morgen ging der Dienst nicht mehr und dann waren die weg. Wi-Fi-Slam war aufgekauft von Apple und weiß nicht, wie viele Millionen die gekriegt haben. Aber da sind die weg und da kommen die Großen, kommen eben ganz schnell her und entscheiden hier, zack, wir übernehmen euch. Und schon wird man da rausgeschossen aus solchen Sachen. Aber das ist ja schön, wenn Große das machen, wenn die sagen, wir wollen da was entwickeln, weil es kann nicht sein, dass eine Kommune das macht oder wir so in dem kleinen Bereich so Insellösungen bieten, sondern es muss ja so möglich sein, und deshalb sage ich mal, 5 bis 7 Jahre ungefähr sind wir soweit, dass auch Navtec die Karten so erfasst hat, dass man die Fußwege erfasst und die auch integriert. Und Zielführungssysteme haben wir schon entwickelt, wie das funktionieren kann. Und dann, ich denke, in 5 bis 7 Jahren wird eigentlich in Deutschland das meiste erfasst sein. So dass man das, was ich heute hier vorstelle, was wir jetzt in Soest kennen, in Berlin, in Düsseldorf vielleicht,
in vielen Städten einfach können werden. Und Navtec ist Partner bei uns in HaptiMap und die haben vor ein paar Jahren sich 50 Fahrzeuge herstellen lassen. Also die haben versucht, dieses Eagle Eye so ähnlich hinzubekommen. 50 Fahrzeuge, Stück 1 Million Euro, die fahren jetzt damit los und erfassen eben auch 3D und auch mit so einer hohen Güte auch die Fußwege. Es gibt 100 Discover Cities auf der Welt, die schon so aufbereitet sind, dass man Fußwege da drin nutzen kann, auch Parkanlagen, dass man da mitten durchgehen kann. Wenn man Nokia-Systeme hat, da kann man schon als Blinder gut mit navigieren und solche Fußwege machen. Und das wird bald Standard sein. Und wir haben die entsprechenden Zielführungssysteme und die Genauigkeit auch mit GPS-Sensorik geschaffen, sodass wir davon ausgehen, dass das wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist, wann das umgesetzt wird. Es explodiert auch im Moment, das Ganze. Sollte man nicht meinen, aber was in dem Bereich jetzt für blinde Menschen gemacht wird, ist tatsächlich im Moment, dass es explodiert. Die ganzen Projekte, die ganzen Entwicklungen, das ist Wahnsinn. Also was jetzt im Moment auf uns zukommt da, deshalb, was Sie schon gesagt haben, Sie haben frühzeitig angefragt. Es ist unheimlich viel, dass sich Firmen drauf stürzen, das machen auch, weil die sehen, der GPS-Empfänger, den wir da gebaut haben, den haben wir eigentlich für blinde Menschen gebaut. So, jetzt kommen aber schon die Automobilfirmen, sagen, ich will damit fahren, auf der Spur möchte ich bleiben, ne, zum Beispiel. Die Russen, für die wir das entwickelt haben aus Moskau, das heißt, das ist ein Chip von denen, die haben das nicht hingekriegt in Russland, dass der so gut funktioniert. Wir haben die Firmware angepasst, wir haben also verschiedene Sachen gemacht und jetzt funktioniert der so, wie er eigentlich funktionieren soll. Da war natürlich ganz heilfroh, der Geschäftsführer da von der Firma, der kam zu uns aus Moskau extra, sagte, super, dass er das hingekriegt hat. Ja, und das ist so ein Ding, das kriegen wir für 15 oder 20 Dollar umgerechnet. Und das, wenn wir das in einer größeren Stückzahl nehmen, kriegen wir das super günstig auch. Und das heißt aber, es geht weiter und wir haben da was gemacht, was eben ein Vorteil ist, nicht nur dafür, sondern ist nicht speziell jetzt nur für Blinde. Das nehmen wir in der Vermessung, Bauwerksüberwachung, Straßenbau. Wir selbst sparen damit sehr viel Geld ein mit dem System. Wir werden das jetzt einsetzen im Vermessungsbereich. Wir haben 3 Arbeitsplätze, die mit solchen ähnlichen Systemen rausgehen, die so um die 15.000 Euro kosten. Und hier sind wir unter 1.000 Euro mit einem iPad dabei und so weiter. Die dann gehen damit los. Also wir sparen pro Arbeitsplatz so 10.000, 12.000 Euro locker ein. Und wir haben allein 3 Arbeitsplätze, wenn ich in NRW rechne, wie viele Katasterbehörden wir haben. 53 mal 3 Arbeitsplätze mal diese Einsparung, die der öffentliche Dienst machen kann. Dann haben wir damit schon ganz schön viel wieder reingeholt letztendlich. Wir testen das gerade und das wird schon umgesetzt softwaremäßig, dass wir das da auch in dem Bereich nutzen. Also wir haben ja nicht nur was nur für Blinde ist und was speziell ist, sondern wir laufen da genauso in der Vermessung mit rum. Und so, dass wir keine stigmatisierenden Techniken eigentlich entwickeln wollten. Auch das war ganz wichtig. Der zweite Punkt hier drin, Audio Guides. Das heißt, ich kann in so, ich bin schon ein bisschen über die Zeit, sehe ich. Wir sind zwar ein bisschen später angefangen. Ja, noch viele Fragen da gibt, oder? Genau, das vielleicht. Dann mache ich das kurz noch in der Kürze hier. Das ist auf den ersten Blick oder auf der Spur der grünen Steine. Man sieht hier, es ist nicht toll aufbereitet, also nicht toll visualisiert. Das Ganze aber ist auch nicht nötig. Wir haben ja etwas, was barrierefrei sein soll, was mit Voice-Over funktionieren soll. Und ich kann jetzt auf den ersten Blick auswählen, das ist ein Stadtrundgang, einstündig in Soest. Ich kann die Orte abrufen. Das Gleiche geht immer mit VoiceOver, wenn ich das jetzt mit VoiceOver mache. Nur um das zu zeigen. Also alles, was ich hier drauf bediene, gilt auch mit VoiceOver. Audio Guides. Zurücktaste. Info. Taste. Orte. Taste. Karte. Taste. Ich wähle die Karte mal aus, dann sieht man die Orte auch da drauf. Das brauchen wir. Karte. So, ich kann auch die Orte einzeln anfahren. Großer Teich. Da drauf. Weitere Infos anzeigen. Und ich kann diesen Rundgang eben alleine machen auch. Die Navigation wird gestartet, man wird auf diesen Rundgang genauso geführt, wie ich das gerade gezeigt habe, mit dieser Zielführung auf sicheren Wegen. Und ich kann diesen einstündigen Rundgang auch völlig alleine machen. Und wenn ich an den Punkt komme, dann wird automatisch aus. Einblend, weitere Infos. Das wird automatisch ausgelöst. Details. Und dann kann ich mir die Audiodateien anhören zum Beispiel oder ich könnte für Taubstumme auch noch Videos integrieren oder Text zum Lesen, wie auch immer. Und die Audiodateien, Audios, Hyperlink. Ich starte das mal. Da haben wir verschiedene Fassungen. Wir haben also Kurz- und Langfassungen jeweils für den Fastfood-Interessierten, der eben nur vorbeigeht und sagt, ach, ich möchte hören, was ist das für eine Kirche, wann ist sie gebaut, aber auch nicht viel mehr. Und die Langfassung ist eben speziell. Also die einen sind so von 30 Sekunden bis 1,5 Minuten und die anderen sind von bis 5 Minuten auch teilweise, oder 3 bis 5 Minuten. Und das haben wir entsprechend aufbereitet, für Blinde audiodeskriptiert, für Sehende da drin Englisch, Niederländisch. Wir haben sehr viele Holländer bei uns. Soest gibt es ja nochmal in Holland. Und dann für Kinder
so bis 10 Jahren ungefähr pädagogisch aufbereitet. Das heißt, wenn ich da reingehe. Teich unterstrich Blinde, Kurzfassung. Drei. Fertig. Taste. Der große Teich ist eine ruhige Oase mitten in der Altstadt. Das Gewässer ist von Steinmauern eingefasst und von einzelnen Fachwerkhäusern umgeben. Enten schwimmen friedlich über das Wasser. In der Mitte des Teiches liegt eine künstliche, begrünte Insel. Auf einem kleinen Floß erhebt sich die Nachbildung eines Fachwerkhauses. In einer Fontäne sprüht Wasser hoch in die Luft. Also hier merkt man schon ganz deutlich die beschreibenden Funktionen da drin. Und wenn man die Sehnenversion dazu hört, ist es ein Riesenunterschied. Diese ist auch ein bisschen länger natürlich, weil hier sind tatsächlich auch sehr schöne Beschreibungen da drin, wie es auch wirklich vor Ort ist und was wir sehen und einfach so mitnehmen, wird dann eben auch genau beschrieben. Das heißt, ich kann so einen Stadtrundgang machen, einstündig, kann mir das alles anhören, auch vor Ort, direkt vor Ort, kann fühlen, wie sieht das auch noch aus an einem 3D-Modell. Und kann mir auch die Dateien selber auswählen, was ich haben möchte, also ob ich die Version haben möchte oder die. Das kann man entsprechend vor Ort dann machen. Das heißt, wir können Stadtrundgänge machen. Da ist oben auch wieder rechts in der Ecke dieser Pfeil. Und dieser Pfeil sagt einfach nur wieder, dass ich navigieren kann. Auch den Stadtrundgang, wenn ich da drauf gehe. Oder ich kann auch jedes einzelne Ziel aus dem Stadtrundgang für mich anlaufen und sagen, da möchte ich jetzt hin, den möchte ich gar nicht, ich möchte den nächsten machen. Und dann kann ich das Ziel anlaufen, gehe einfach nur da drauf. Wo ist das? Und dann das Routing und dann werde ich da hingeführt und lasse einen Punkt aus oder so. Kann ich natürlich auch machen. Das ist also die zweite Variante, die wir drin haben, Stadtrundgänge. Und wir haben das Wichtigste, also ein Kernsystem hier drin, das sämtliche Infrastruktur in Soest abbildet. Und ich spreche mal hier rein zum Beispiel, um das mal zu vereinfachen. Wie kann ich das einfacher gestalten? Ich suche mal was, meinetwegen Saturn. So, jetzt müsst ihr das eigentlich rausfiltern und sagen, Saturn, finde ich das oder nicht? Dauert ein bisschen, genau. Jo, okay, hat er gefunden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich lösche das mal und sag mal hier was anderes. Kaffee, möchte irgendwo ins Kaffee gehen. Dann bringt er natürlich alles, was mit Kaffee da in der Datenbank zu tun hat, raus. Und ich kann mir das entsprechend... Offline, Suchfeld. Bearbeiten. Kaffee. Altstadt Kaffee. Auch Kaffee macht er, das kann er eben nicht. Ne? Aber es bringt auch, wir haben gesehen, dass wir große Schwierigkeiten mit Synthesizern haben. Auf dem Android-System gibt es dadurch massive Probleme in der Bedienung der Voice-Over-Funktion. Auch die neuesten Versionen, Android 4.2 oder so, hat damit noch Probleme. Das heißt, wenn man verschiedene Synthesizer nimmt, um eine schönere Sprache zu haben, habe ich Probleme mit der Bedienung meistens. Und dann funktioniert nicht alles. Das heißt, Amore im City Center. So, dann kann ich mir das aussuchen und sage, das möchte ich jetzt haben. Dann kriege ich hier Kurzbeschreibung. Zurücktaste. Audios. Info. Kurzbeschreibung. Eis. Kaffee. Trinken. Öffnungszeiten. Montags bis samstags von 9 Uhr bis 20 Uhr. Das ist also immer aktuell auch, diese Geschichten. Ganz wichtig in Soest, weil wenn ich abends einkaufen gehe, da gucke ich auch mal erst hier drauf, weil der eine laden dazu, der andere nicht. Einer bis 18 Uhr, der andere bis 20 Uhr. Die anderen haben, was weiß ich, bis 22 Uhr und dann laufe ich nicht umsonst dahin. Aber diese Sachen haben wir also komplett integriert. Jeder kann für sich hier auch noch Bilder einfügen, wenn er möchte. Kann oder eine Speisekarte oder was auch immer. Informationen. Voice-Over aus. So, jetzt habe ich oben rechts in der Ecke wieder das gleiche Zielpeilung Routing. Das heißt, ich werde zu jedem dieser Orte auch geführt. Genau bis zur Tür. Also unsere Testversion, wir haben jetzt zwei fast 70-jährige Frauen gehabt, die sehr gut mit dem iPhone umgehen können. Die sind durch Soest gelaufen und beide, die eine ist 1,5 Kilometer durch Soest gelaufen und ist genau vor der Theke gelandet da. Und die andere fragte so, Mensch, ich habe hier so einen Handarbeitsladen in Soest, da gehe ich mal hin, aber da werde ich mal hingebracht. Ist der denn hier drin? Ja, ich sage, sprechen Sie doch mal rein. Heißt die Nadel, da hat sie reingesprochen, die Nadel, ja, war drin, ich kannte den gar nicht. Und dann ist sie tatsächlich dahin navigiert, das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ganz alleine überhaupt in der Soest gelaufen ist, auf völlig unbekannten Wegen und ist vor der Tür gewesen und ist da reingegangen. So dass sie also da auch in diesem Alter noch gut mitarbeiten können. Man kann das auch so halten, das iPhone, aufgrund der Sensorik, die hier drin ist, kann ich so halten. Ich kann das also umhängen auch und ich erreiche die gleichen Ergebnisse. Wir haben es auch schon in der Tasche getestet, dass man sagt, wenn es hier drin ist, muss ich das in der Hand halten oder geht das? Es muss schon parallel zu mir ausgerichtet sein. Nehme ich so rum, geht es nicht, weil der Sensor sich hier drin dreht zur Zielführung. Wenn ich das Display nach vorne mache, funktioniert es nicht. Ich kann zwar den Sensor ausstellen, aber dann habe ich auch die Sensorik ausgestellt, die ich eigentlich mit nutzen möchte.
Und, aber man kann es tatsächlich umhängen und damit funktioniert es auch. Und ich werde genauso geführt, sodass ich also die eine Hand trotzdem frei halte und ich laufe nicht mit dem iPhone immer rum. Aber wenn ich das so sehe hier an der Uni, die laufen ja alle nur noch so rum, ja? Dann vorne vor. Also macht ja jeder, ne? Von daher ist das völlig normal. Und ich mache es auch in der Navigation, dass ich immer mal drauf gucke und dann... Ja, das ist also unser dritter Schwerpunkt, dass alles, was Infrastruktur ist, ob ich zum Arzt gehen will oder in der Apotheke oder zum Bus, oder das finde ich. Ich finde die Einstiegsbereiche und ich spreche die Linie C7 rein und dann bringt er mich auch zu den Einstiegsbereichen der C7, genau dahin. Und zwar genau in dem Bereich, wo die Einstiege sind oder wo die Haltestellenschilder sind. Das ist dann genau der Bereich, der dann anvisiert wird und das funktioniert ganz gut, auch schon nur mit dem iPhone. Wir sind jetzt dabei, das zu koppeln, also diese beiden Systeme zu koppeln und diese hohe Genauigkeit reinzubringen. Der ist jetzt gerade ganz neu, schon sehr gut, der Empfänger. Also ich bin mittlerweile echt begeistert von dem und sage so, eigentlich könnte man damit eine eigene Firma aufmachen, aber es gibt ja schon eine Firma, die das macht, weil da so eine hohe Genauigkeit erreicht wird, die sonst nicht so erzielt wird. Ja, das ist erstmal so, das sind die Schwerpunkte, die wir abdecken. Ich habe hier nochmal einen Zusatzakku. Das heißt, wir haben in Soest, verleihen wir iPhones. Also an der Touristeninformation kann man sich die iPhones ausleihen, kann damit laufen. Gleiche System drauf, auch Blinde können sich das nutzen. Aber jeder kann das ausleihen. Auch jeder Sehende und kann damit laufen gehen. Sie können sich aber auch die App runterladen hier. Und die Soester-App kostet jetzt noch 1,79. Warum? Weil da diese Audio-Guides drin sind. Sonst würden wir die kostenlos zur Verfügung stellen. Wir werden wahrscheinlich noch eine zweite Variante machen, wo nicht die Audio-Guides drin sind, weil wir damit den Stadtführern Konkurrenz machen. Und die haben Stadtführungen da und wir bringen Audio-Guides rein, die wirklich toll sind. Also sind echt tolle Sachen dabei. Und dann sind wir so in Konkurrenz, dass wir da, das wollen wir nicht. Deshalb haben wir gesagt, das kostet ein bisschen was. Die anderen Apps sind alle kostenlos, Bus-Guide, die wir haben, oder Tandem-Tour-Guide. Und die werden wir auch noch kostenlos anbieten. Und das Gerüst selbst stellen wir für viele Sachen zur Verfügung von der App. Wir haben selbst, ich habe Mitarbeiter, die habe ich eingestellt, wir können für Android und iPhone entwickeln und können die selbst gestalten auch, selber fertig machen. Und wir haben mittlerweile Projekte, eine Landesgartenschau zum Beispiel. Wir können eine Landesgartenschau komplett barrierefrei damit machen, komplett. Also von vorne bis hinten für Blinde nutzbar. Oder was weiß ich. Wir haben so regionale Projekte, große Projekte, so Kulturpfade und so, die werden entsprechend genutzt. Das heißt, wir stellen unser System zur Verfügung, die anderen können es nutzen, sparen da 50.000 Euro für, wenn die das machen, können unsere Rahmen nutzen und dann wird da nur ein anderer Name drüber gemacht und die können das Gleiche dann vor Ort machen zum Beispiel. Spart man viel Geld mit, sage ich mal so. Wir haben dann deshalb hier so einen Zusatzakku, weil wenn ich mit dem iPhone arbeite, das weiß man, selbst nach 4-5 Stunden ist leer, wenn ich jetzt im Zug sitze und habe keinen Anschluss und mache viel Mail und dann ist das recht schnell leer. Das ist hier gleichzeitig die Schutzhülle. Das kann ich entsprechend hier reinstecken. Dann ist das schon fertig. Und ich habe gleichzeitig einen Zusatzakku, der die Leistung nochmal um 80% draufsetzt. Das ist, und wir haben noch einen zweiten, der macht nochmal so 130% drauf. Also das ist die kleinere Version. Sodass ich also über 10 Stunden damit laufen könnte. Nur rein laufen. Komplett nutzen, ne, mit diesem Akku. Und da habe ich hier einen Knopf, da kann ich das anstellen, dann lädt er den automatisch hier. Der lädt jetzt mein iPhone auch schon und das kann ich ausstellen. Und dann kann ich, wenn das leer ist, also ich nutze das oft, weil ich ja viel unterwegs bin und dann habe ich am Tage auch immer noch Saft. Aber 10 Stunden ist das schon ganz gut, ne, sowas. Und das ist gleichzeitig, wenn es mal runterfällt, das sieht jetzt groß aus, aber es ist insgesamt auch nicht viel schwerer. Ist genauso gängig, auch in der Hosentasche und so. Und das ist ein bisschen tatsächlich, wenn ich damit arbeite und ein bisschen unsicher bin. Je kleiner das Gerät ist, umso schwieriger ist es, wenn ich irgendwie draußen hantiere und dann noch mit dem Blindenstock und so. Und wenn ich ein bisschen was Handlicheres habe, so wie dies hier, uns ist noch nie was runtergefallen. Also es hat immer gut geklappt, aber ohne ist es noch was anderes. Ne? Aber das haben wir entsprechend ergänzt, solche Sachen. Das sind Dinge, die sich so entwickelt haben, wo wir festgestellt haben, nein, man braucht mehr Akkuleistung. Da kommt ja immer die Frage nach, wie lange ist die Akkuleistung? Und blinde Menschen haben ja meistens ein oder zwei Geräte mit. Na, haben Sie auch noch mehr mit und noch einen Zusatzakku? Nö, heute nicht. Gar nicht, aber sonst immer, wenn Sie auf Reisen aber gehen. Ich immer, ne? Und wo der Herr Renzel hier bei uns im Fachausschuss ist, der hat, glaube ich, zwei Handys mit und was der alles noch mit hat. Also da noch ein Akku und hier noch ein Akku und der nutzt vier Systeme gleichzeitig damit. Das ist schon enorm. Also das ist so... Ich finde diese Gummihüllen ganz gut, weil genau, die griffig sind. Die sind eben schön griffig, ne? Genau. Die kann man aber wieder nicht so gut in der Hosentasche stecken, dann bleibt das hängen. Ne? Das sind immer so Vorteile und Nachteile da drin. Ja,
Das ist erstmal so das, was ich Ihnen vorstellen wollte. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr, aber wir sind eh schon über die Zeit, das wollte ich eigentlich auch nicht. Also ich bin natürlich für Fragen offen, alles, was Sie fragen wollen oder noch was brauchen oder Kontakt oder sind wir immer offen. Wir haben keine Geheimnisse in sonst. Und ich denke, vor den Fragen bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie die Zeit mitgebracht haben, heute hier zuzuhören. Schönen Dank.